Ulrich Bauer, dem Präsident vom Spitalrat vom KSW. Freue ich mich, Sie hier zu begrüßen dürfen. Willkommen zu heißen zu der Medienkonferenz mit einem Bericht über die Positionierung vom Kantonsspital Winterthur und insbesondere über das Ergebnis vom letzten Regierungsratsbeschluss. Sie haben den Ihren Unterlagen datiert vom 27. März von dem Jahr. Unter der Bezeichnung Positionierung Kantonsspital Winterthur, hinter dem Titel, da verbirgt sich eine Geschichte, die vor mehr als 10 Jahren angefangen hat. Kommt ein neues Kapitel über, wir schreiben sie weiter. Auch wieder heute. Im Jahr 2000 hat die Gesundheitsdirektion ein Projekt zur Verselbstständigung der kantonalen Akutspitäler gestartet, also vor rund 13 Jahren. Das dann auch dazu geführt hat, dass das Kantonsspital in Winterthur, das KSW, in eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt überführt worden ist. Und die Grundzüge und Deckwerte von dem Prozess und auch von dieser kantonalen Einrichtung sind bereits im Jahr 2002 entwickelt worden, dort auch vom Regierungsrat festgelegt worden. Ein relativ langer Gesetzgebungsprozess hat dort angeschlossen, hat schließlich in einer Volksabstimmung im Jahr 2006 dazu geführt, dass die Bevölkerung für die Verselbstständigung vom KSW eben sich ausgesprochen hat, gleichzeitig auch vom USZ. Und im Anschluss dann hat sich das KSW gut können etablieren als so selbstständiger Betrieb. Alles gut, nur hat sich dann das Umfeld geändert. Das Umfeld, in dem die Spitäler stehen, das hat sich gewaltig verändert. Die Rahmenbedingungen in der Spitalversorgung, in der Spitalfinanzierung sind heute ganz andere. Sie wissen das, meine Damen und Herren, als in den Jahren 2002 bis 2006, wo das entwickelt worden ist. Der Kanton hat sich darum im Bereich von der Spitalplanung, von der Spitalfinanzierung auch müssen ganz anders organisieren. Das Versorgungssystem grundsätzlich müssen neu organisieren. Aber auch als Eigentümer der Spitäler bin ich überzeugt, ist der Kanton gut beraten, auf das veränderte Umfeld jetzt eben auch wieder zu reagieren. So wie er es gemacht hat, anfangs von dem Jahrtausend. Der Regierungsrat hat sich darum für die laufende Legislaturperiode auch das Ziel gesetzt, Positionierung von allen seinen Spitälern, nicht nur vom KSW, sondern von allen seinen Spitälern, im Rahmen oder im neuen Spitalversorgungsumfeld eben zu überprüfen und dort, was nötig ist, auch die entsprechenden Massnahmen dann zu ergreifen. Für das KSW, und um das geht es heute ganz speziell, hat er aufgrund von seiner ersten Beurteilung vor knapp einem Jahr, April 2012, entschieden, die Autonomie von dem Spital weiter zu erhöhen. Und darüber informieren wir Sie heute, Herr Bauer, über den weiteren Meilenstein und ich gerne aus der Sicht vom Regierungsrat, aber eben auch aus der Sicht vom Spital, was es heisst jetzt, der Beschluss vom Regierungsrat KSW in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Wir machen das anhand von dem Ablauf. Zuerst möchte ich mir kurz Ausgangslage und Handlungsbedarf aus der Sicht von den beiden Partner, Kanton und Spital erläutern, dann Ziel und Vorgehen und auch das Resultat präsentieren, Deckwert, wo die Aktiengesellschaft soll überkommen, die Bedeutung von dem Entscheid, auch wieder aus der Sicht Kanton und aus der Sicht KSW und dann noch kurz das weitere Vorgehen skizzieren. Kurz für Sie einmal zur Ausgangslage, in welchem Spitalumfeld bewegen wir uns eigentlich. Am 1. Januar 2009 ist die Revision vom KVG für Spitalfinanzierung, Spitalplanung in Kraft getreten und die hat das Umfeld ab dem 1. Januar 2012 grundlegend verändert. Als Teil von dieser Objektfinanzierung bis anhin, wo die öffentliche Hand quasi mit Staatsbeiträgen direkt Betrieb subventioniert hat, ist eine Subjektfinanzierung jetzt getreten. Auf der Grundlage von diesen DRGs, diesen diagnosebezogenen Fallpauschalen, die eine Vollleistung quasi abdeckt, Vollkosten für die Leistungserbringung abdeckt, das ist heute quasi
Finanzierung inklusive auch Anlagenutzungskosten, die Investitionskosten von den Spitälern für Bauten, für Geräte, müssen so aus den DRGs, aus den Fallpauschalen selber finanziert werden. Die neue Finanzierung, kann man sagen, orientiert sich quasi mehr an den Leistungs-, nicht mehr an den Leistungserbringer, sondern an den Patienten. Die Patienten beeinflussen quasi Geldströme. Oder mit anderen Worten, das Geld geht dort an, wo eben auch die Patienten hingehen. Und die Patienten können im Rahmen der freien Spitalwahl eben frei wählen, wo sie auch hingehen in der Schweiz. Das macht es nötig, dass sich die Spitäler um ihre Patienten bemühen. Es werden auch nicht mehr Bettenkapazitäten geplant, wenn man es aus der Spitalplanungssicht, jetzt nicht aus der Finanzierungssicht, aus der Planungssicht anschaut, sondern es werden quasi den Spitälern medizinische Leistungsgruppen zugewiesen oder sie haben sich für die beworben und sie werden ihnen zugeteilt. Wir verzichten dort auf eine Beschränkung von diesen Leistungsmengen und in Verbindung von dieser neuen Spitalfinanzierung und der freien Spitalwahl führt das, und so hat es der Gesetzgeber wählen, wo er das KVG erlassen hat, führt das zu einem verstärkten Wettbewerb unter den Spitälern. Und das heisst, Spitäler, die qualitativ gute Leistungen erbringen, zu konkurrenzfähigen Preisen auch, die werden künftig mehr Patienten bekommen. Und die weniger gut arbeiten, die weniger Patienten werden bekommen, die werden eben Patienten verlieren und mit den Patienten gleichzeitig auch Geld. Das heisst, so ein bisschen kurz zusammengefasst. Und damit Spitäler können handeln, müssen sie einen notwendigen Handlungs- und auch Entscheidungsspielraum eben haben. Für den Kanton bedeutet das, dass er sein System so als Ganzes muss können steuern. Nicht nur für ein Einzelspital, sondern für alle miteinander. Sie wissen, im Kanton Zürich sind etwa 30 öffentliche und private somatische Spitäler für Versorgung verantwortlich und etwa 20 psychiatrische Kliniken da. All die müssen in dem System quasi können operieren. Dazu stehen im Kanton ganz verschiedene Instrumente zur Verfügung. Die Spitalplanung, die habe ich erwähnt schon. Das Tarifwesen. Die letzte Orientierung da von mir als ich hat eben die Genehmigung und die Festsetzung von der Grundversicherungstarife beschlagen und behandelt. Um das geht es dort. Die Subventionierung von der gemeinwirtschaftlichen Leistungen ist ein Instrument, das der Kanton zur Verfügung hat. Dann auch die Förderung von der Leistungs-, von der Kostentransparenz, eben Benchmark, wo Qualität und Wirtschaftlichkeit miteinander verglichen werden. Der Kanton, der Verantwortung trägt ja für die Sicherstellung des Gesundheitswesens im Kanton, hat eben noch mehr Instrumente, noch mehr Möglichkeiten. Er hat die Möglichkeit von der gesundheitspolizeilichen Bewilligungen. Die erteilt er. Er ist Aufsichtsorgan. Er kann als solches auch systemwidrige Aktivitäten bei den Spitälern sanktionieren. Und er kann, sollte es zum Versorgungsnotstand, zu Versorgungsschwierigkeiten kommen, kann er auch direkt in Spitäler eingreifen, in den Spitalbetrieb eingreifen. All das sind Instrumente, die im Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetz, im SPFG eben, vorgesehen sind. Ich behaupte, die Systemsteuerung, die funktioniert gut im Kanton Zürich. Die Versorgung ist sichergestellt. Die Zufriedenheit der Bevölkerung ist gross mit der Spitalversorgung. Die ist konstant hoch, wird noch besser, wenn ich die Zahlen aus der letztjährigen Umfrage anschaue. Die Zürcher Spitäler gelten, und das ist letzte Woche ja präsentiert worden, zu den produktivsten in der ganzen Schweiz. Das System ist gut. Andererseits wird es in einem System, wo die Spitäler in dem beschriebenen Wettbewerb stehen, auch immer problematischer, wenn der Kanton auf der einen Seite als Regulator und Gewährleister von der Versorgungssicherheit und gleichzeitig aber auch als, was soll ich mal sagen, Betreiber von einzelnen Spitälern auftritt und damit zu anderen eben auch wieder direkt in Konkurrenz steht. Das ist die Problematik von dieser Situation.
Der Regierungsrat hat die Probleme früh erkannt und hat, ich habe es erwähnt, in seinen Richtlinien zur Regierungspolitik 2011 bis 2015 als Legislaturmaßnahme eben die Überprüfung und Positionierung von seinen Spitälern, ganz konkret vom USZ, vom KSW, von der PUC, vom KJPD und von der IPW, also diesen drei psychiatrischen Institutionen und diesen zwei somatischen, auch aufgenommen. Der Bestand von diesen fünf Spitälern ist quasi historisch bedingt. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum die zum Kanton gehören. Alle diese Spitäler haben eine unterschiedliche Organisation, zwei selbstständige Anstalten, das KSW und das USZ, und noch unselbstständige Betriebe, nämlich die PUC, KJPD und die IPW, direkt als Betrieb in der Gesundheitsdirektion integriert. Sie haben auch unterschiedliche Aufgaben. All das unterscheidet die voneinander. Das veränderte Umfeld, das veränderte Spitalversorgungsumfeld ist aber für alle gleich. Und sie müssen sich alle in dieser unterschiedlichen Ausgangslage, mit dieser unterschiedlichen Geschichte, in dem Spitalversorgungsumfeld in Zukunft können, behaupten. Und aus dem Grund führt die Gesundheitsdirektion mehrere Projekte, um die Auswirkungen von dem neuen Umfeld, von dem veränderten Umfeld und die Massnahmen für jede einzelne Spitäler durchzuführen, quasi individuelle Projekte. Sie kennen die Vorstösse des Kantonsrat auf eine Verselbstständigung von der psychiatrischen Klinik. Das führt zu diesen Projekten. Im USZ haben wir sein eigenes Projekt, da jetzt vom KSW dazukommt, dass es kantonal, gesamtkantonal, aber die Notwendigkeit auch erkannt worden ist, Governance-Richtlinien zuhanden vom Regierungsrat zu erarbeiten. Auch das ist ein Punkt, der für die Steuerung, für die gesamte Steuerung wichtig ist, wo sich der Regierungsrat ebenfalls vorgenommen hat, neben diesen einzelnen Projekten, um die Positionierung von diesen fünf Spitälern da, zu prüfen. Zurück zum KSW. Ein Blick auf die heutige Situation vom KSW zeigt, dass das Spital sehr gut unterwegs ist, qualitativ gute Leistungen bringt, gleichzeitig als eines der effizientesten im Kanton gilt. Das ist sowohl für die Patientinnen und Patienten, aber auch für die Mitarbeitenden, auch für die Prämienzahler, auch für die Steuerzahler sehr erfreulich. Mit diesen veränderten Rahmenbedingungen in diesem Umfeld kommt aber auch das KSW jetzt zunehmend quasi unter Konkurrenz, sodass sich der Kanton als Eigentümer von dem Spital gut überlegen muss, wie hoch die Leistungsfähigkeit oder wie die hohe Leistungsfähigkeit von dem Spital auch in Zukunft, auch im zukünftigen Umfeld eben kann, langfristig sichergestellt, langfristig bewahrt werden. Dem Spital geht es gut, hat sich gut in dieser Situation als selbstständige Anstalt positioniert, wirtschaftlich, auch qualitativ. Ein sehr gutes Spital kommt allen zu gut, aber es soll auch so bleiben. Und vor dem Hintergrund hat der Regierungsrat vor einem Jahr ungefähr den Handlungsbedarf analysiert, hat sich dabei überzeugen lassen. Es hat sich gezeigt, dass sowohl aus Sicht vom Kanton als aber auch aus Sicht vom Spital Handlungsbedarf besteht. Ich möchte Ihnen jetzt da kurz den Handlungsbedarf aus Sicht vom vom Kanton aufzeigen, der Herr Bauer nachher aus Sicht vom KSW. Der Kanton hat zum einen vielfältige, ich habe es schon zum Teil erwähnt, hoheitliche Aufgaben. Er ist Regulator, er legt die rechtlichen Rahmenbedingungen fest, er setzt die auch durch, er ist Gewährleister für die Spitalversorgung, er plant Versorgungsleistungen im Kanton rein, er erteilt Leistungsaufträge, er finanziert dann auch wieder zu 50% rund die erbrachten Leistungen. Das macht er. Zum anderen, er bringt mit seinen Spitälern, mit seinen eigenen Spitälern auch Versorgungsleistungen. Das heisst, er erfüllt die Aufträge, die er den Spitälern gibt, dann gerade selber. Und er steht bei einzelnen Spitälern auch noch, bei seinen eigenen Spitälern quasi, in der Rolle des Unternehmers.
Der profitiert vom Gewinn, den die Unternehmungen erzielen. Er muss aber auch einen Verlust tragen. Dann, wenn wir Tarife bestimmen, festsetzen, spielt ihr das alles mit. Und es ist offensichtlich, meine Damen und Herren, dass sich zwischen der Rolle des Kantons als Regulator, als Gewährleister von dieser gesamten Versorgung und seiner Rolle als Eigentümer von einzelnen Spitälern, aber nicht von allen, nur von einzelnen, eben Interessenkonflikte ergeben. Der Kanton bewirbt sich mit seinen eigenen Spitälern um eigene Aufträge. Er genehmigt die von seinen eigenen Spitälern ausgehandelten Krankenkassentarife. Er beeinflusst damit seinen eigenen Gewinn oder seinen eigenen Verlust. Er führt die gesundheitspolizeiliche Aufsicht durch, über seine eigenen Betriebe wieder und so weiter. Und diese Interessen und auch diese Rollenkonflikte verschärfen sich zunehmend in dem wettbewerblichen Umfeld hinein. Aus diesen Gründen hat der Regierungsrat für den Kanton, aus Sicht des Kantons, einen doppelten Handlungsbedarf erkannt. Einerseits, will er die bestehenden Interessen- und Rollenkonflikte bereinigen, entflechten. Als Idealfall ganz beseitigen. Das ist der eine Ansatz. Die Entflechtung, die Bereinigung von Interessen- und Rollenkonflikten. Andererseits hat der Kanton ein Interesse daran, seine finanziellen Risiken zu kontrollieren. Diese Risikokontrolle ist bei einer Beteiligung an einem Betrieb, an einem unabhängigen Betrieb, besser möglich als bei einem Betrieb, der direkt in den Staatshaushalt eingebunden ist. Eine vollständige Beseitigung von diesen finanziellen Risiken ist möglich, wenn sich der Kanton ganz vom Betrieb trennt. Und neben dem doppelten Handlungsbedarf aus Sicht des Kantons, also Rollenklärung, Rollenentflechtung und Risikokontrolle, besteht eben auch ein Handlungsbedarf aus Sicht des KSW, vom Spital. Und dazu wird Herr Bauer jetzt die wesentlichen Punkte Ihnen aufzeigen. Ja, verehrte Anwesende, eigentlich deckungsgleich, was der Heiniger gesagt hat und mir. Aber ich möchte einfach noch mal darauf hinweisen. Und von an, also das versuche grafisch darzustellen, mit der Wettbewerbsfähigkeit. Das heisst, wir müssen uns behaupten, wir haben gehört, dass KVG und SBFG, das hat den Wettbewerb unter den Spitälern gefördert. Also es herrscht heute ein grösser Wettbewerb. Zum Beispiel sind auch Leistungsaufträge erteilt worden, unabhängig von der Trägerschaft der Spitäler. Also auch Privatspitäler haben ja Leistungsaufträge bekommen. Und können auch allgemein versicherte Patienten mit ihnen. Ein zweites wichtiges Element ist die freie Spitalwahl. Das heisst, die Kantonsgrenzen sind gefallen. Der Patient kann heute entscheiden, im Grunde genommen, woher er sich begeben will und sich pflegen lassen. Drittens haben wir gehört, es ist nicht mehr Kosten, die treiben im Sinn die Planung, sondern es ist der Patient, es ist die leistungsorientierte Finanzierung, wo der Patient oder der Fall, wo der Patient bringt, der bringt das Geld. Und mit dem Geld müssen wir als Spital auskommen. Also das ist sogar die Konsequenz von der diagnosebezogenen Fallpauschale. Und ich habe da bewusst, nicht erst der Patient, es ist klar, der Patient ist das Wichtigste, die Versorgung. Aber unsere Herausforderung ist, wie erbringen wir die Leistungen in dem neuen Umfeld, wie behaupten wir unsere Position. Das ist so wie zur Wettbewerbsfähigkeit. Aus dem heraus gibt es die Notwendigkeit oder die Möglichkeit, ich sage dem eigentlich Möglichkeit, nicht Notwendigkeit, wir reden von Beteiligungen, Kooperationen, Verbindlichkeit und Umsetzungsfähigkeit. Das ist ganz ein zentrales Element, um sich zu behaupten in diesem offenen Wettbewerb. Der eine Ziel ist ganz klar, das Kantonsspital Winterthur will seine Position behalten. Kommen wir nachher dazu zurück. Kooperationen, Beteiligungen haben Bedeutung über. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Sei es aus, wo hat man überhaupt die richtigen Qualifikationen einerseits und zusammenlegen von den Mitteln, von den Ressourcen. Wichtig ist aber, dass wir überhaupt darüber kommen,
dass man verbindlich von Anfang an als Partner verbindliche Auftritte und verbindliche Zusagen machen. Und nicht immer vorbehältlich der Zustimmung, der bis heute ist, zum Beispiel vom Regierungsrat oder vom Kantonsrat. Eine zweite, in der heutigen Rechtsform, die wir haben, ist eine Beteiligung an uns nicht möglich. Und langfristig werden auch finanzielle Beteiligungen ein Thema werden im Spitalwesen. Wichtig ist aber, wenn einmal der Entscheid gefällt ist, dass man auch die Umsetzung kann gehen. Das heisst, die Verbindlichkeit bezieht sich nicht nur vom Projekt her, zum Entscheid für das Projekt, sondern auch für die Umsetzung. Und die Grundvoraussetzung ist, dass man autonom in der Bestimmung von diesen Prozessen, von der internen Aufgabe einerseits, wie auch von der Leistungserbringung entscheiden kann. Also dass ich das gegenüber mir als Kantonsspital von diesen Partnern zukünftigen Kooperationen auch auf gleicher Augenhöhe verhandeln kann. So viel zur Beteiligung und Kooperationen. Wichtig ist, und Sie haben das gehört, ein Teil von der Fallpauschale ist ein Teil drin, wo auch die Investitionen finanziert werden. Also das Geld müssen wir erarbeiten und mit dem Geld, das der Patient bringt, mit der diagnosebezogenen Fallpauschale, ein Teil davon ist auch zur Finanzierung der Investitionen, sprich Anlagen, Mobilien, wie auch die Immobilien. Also wenn es aus dem eigenen Ertrag müssen wir das finanzieren und konsequenterweise, wenn wir schon können finanzieren können, müssen wir auch die Möglichkeit haben, frei zu bestimmen, wie wir unsere Mittel verwenden, um eben unsere Position zu behalten. Wir müssen einschätzen, was ist notwendig und was ist finanzierbar aufgrund der Businessplan und nicht nach politischen Kriterien. Das heisst, die unternehmerische Businessplan, und das ist halt jetzt auch im Gesundheitswesen so, im Spital so, wir sind ein Unternehmen. Und es sind Sachkriterien, die dazu führen, wie ein Entscheid fällt. Und wenn ich über Finanzierung rede, Gesicht der Finanzierung, wenn ich was Kredit aufnehme, um eine Finanzierung zu machen, ob das jetzt beim Kanton sei oder bei einer Bank, was schauen Sie an? Sie schauen den Businessplan an, Sie schauen die Performance an und was war Performance oder Track Record gewesen, auf gut Schweizerdeutsch in der Vergangenheit. Zusammengefasst kann man sagen, jeder Franken, den wir ausgeben, müssen wir zuerst auch einnehmen. Es ist der Patient, der das Geld bringt im Spital. Das so viel. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Kern auch, zum attraktiven Arbeitgeber. Wenn man vom attraktiven Arbeitgeber hat, viele Leute denken einfach sofort an die Salarierung. Die wollen die Löhne. Aber attraktiven Arbeitgeber, gerade in der heutigen Zeit, hat ganz noch andere Konsequenzen als nur das Geld. Ich möchte nur sagen, ein erfolgreiches Spital ist für qualifizierte Arbeiter attraktiv. Sie können doch nicht gerne in ein Unternehmen arbeiten, das nicht einen guten Ruf hat. Was ist das? Es fängt bei der Unternehmenskultur und beim Arbeitsklima an. Sie erkundigen sich, wie ist es da im Kantonsspital Winterthur zu arbeiten. Das hängt von der Führung ab. Zweitens, Sie gehen nicht gerne ein Unternehmen, wo Sie noch vorhanden zusammenzählen und keine Rechnungsmaschine hätte, das bildlich gesprochen. Also die Infrastruktur. Was für eine Infrastruktur habe ich? Jemand, der gut arbeiten will, hat auch gerne gute Infrastruktur. Ein wichtiger Punkt, aus dem muss man auch beim Arbeitsklima, ist Personalfluktuation. Wir haben ja gehört, es gibt ein Spital im Kanton Zürich, das 30% Personalfluktuation hatte. Das ist wichtig. Und Personalfluktuation ist die Möglichkeit, attraktive Stellen zu bieten, ein gutes Umfeld zu bieten. Ein weiterer Punkt ist die Besetzung von Schlüsselstellen. Heute im Kampf um Talente, wenn man so sagen kann, gehen Sie doch dort her, wo Sie Voraussetzungen haben, dass Sie sich entfalten, entwickeln in Ihrem Beruf. Das geht auf jeder Stufe, es hat nicht nur die Ärzte, das bezieht sich mindestens so auf die Pflege wie auf die Dienste. Und, last but not least, attraktive und flexible Arbeitsverträge. Heute haben qualifizierte Leute die Wahl, woher sie arbeiten können. Und wir sagen, wir wollen die Wahl gewinnen. Das heisst, wir wollen auch in den ganzen Anstellungsbedingungen die Möglichkeit haben, um konkurrenzfähig zu sein, mit den Punkten, die ich gesagt habe, inklusive der Lohn ist natürlich wichtig, das Arbeitsklima ist wichtig,
Die Arbeitszeiten sind extrem wichtig, das verstehe ich unter attraktive und flexible Arbeitsverträge. Aber als zusammengefasst, das verstehen wir unter dem attraktiven Arbeitgeber. Und das sind die Herausforderungen, Voraussetzungen, die wir arbeiten müssen, damit wir auch weiterhin auf dem Erfolg bleiben können, wo wir heute sind. Das ist jetzt der Handlungsbedarf aus der Sicht vom Spital gewesen. Ich habe Ihnen vorher den Handlungsbedarf, meine Damen und Herren, aus der Sicht vom Kanton dargelegt und gestützt auf die quasi Ausgangslage hat dann der Regierungsrat auch das Ziel von dem Vorhaben definiert. Und das überrascht Sie nicht, nehme ich an, nach unseren Ausführungen, dass eben das jetzt auch Ziel sind von dem Projekt, das man vor einem Jahr da definiert hat. Zum Ersten soll das Spital langfristig als Leistungserbringer eben können erfolgreich bestehen. Die Leistungsfähigkeit von dem Spital muss langfristig sichergestellt sein. Das ist der erste ganz wichtige Punkt aus der Sicht von der Versorgung, von der Versorgungssicherheit für den Kanton. Und das zweite Ziel ist das Ermöglichen von einer vollständigen Trennung vom Spital vom Kanton, um eben auch die Rollenkonflikte, die ich aufgezeigt habe, auch zu lösen. Und das betrifft die langfristige Sicherstellung und die mögliche Trennung betreffen die Bereiche, die auch da aufgeführt sind. Auf der einen Seite sind es Bereiche wie Organisation und Prozess, die müssen konsequent vom Unternehmen können nach seinen eigenen unternehmerischen Gesichtspunkten und weniger nach politischen beeinflusst und gesteuert werden. Das ist der erste Punkt. Sie haben über Mittel und Infrastruktur gehört vom Herrn Bauer vorher. Einerseits ausreichende Eigenmittel, auf der anderen Seite muss die Infrastruktur eben auch können, nach Maßgabe der betrieblichen Anforderungen und Bedürfnisse eigenverantwortlich können gestaltet werden, auch zahlt natürlich. Sie finanzieren selber und sie bestimmen auch selber. Es betrifft den Bereich der Anstellungsbedingungen. Der Erfolg, die Leistungsfähigkeit von so einem Spital hängt ganz, ganz wesentlich in höchstem Maß vom zur Verfügung stehenden Fachpersonal eben ab. Und bei heutiger und vielleicht auch noch in Zukunft verstärkter Personalknappheit ist es ganz wichtig, dass das Spital attraktive Anstellungsbedingungen hat, um eben das genügend qualifizierte Personal können rekrutieren. Also auch da ausreichend flexible Anstellungsbedingungen betrifft den Bereich von der langfristigen Sicherung von der Leistungsfähigkeit. Und dann noch der dritte Punkt, Kooperationen und Beteiligungen. Die sollen möglich sein, damit sich ein Spital wie das Spital Winterthur eben auch einen Wettbewerbsvorteil in diesem Bereich kann sichern oder schaffen. Und da die Chancen und Herausforderungen, die heute der Markt bietet, kann eben auch wahrnehmen. Und dass das zeitgerecht, die Handlungsoptionen zeitgerecht zur Verfügung stehen, das macht es nötig, dass nicht dann, wenn sie sich stellen, langfristige Gesetzgebungsverfahren noch müssen, an die Hand genommen werden. In all diesen Bereichen, um beim ersten Ziel zu bleiben, ist eine Erhöhung von der Autonomie vom Betrieb eben angezeigt. Als Eigentümer vom Spital hat der Kanton auch das Interesse am Erfolg vom Spital, das ist ja so. Also müssen auch die Eigentümerinteressen möglichst klein gehalten werden. Eine eigene Strategie braucht es dazu, wo die Ausrichtung vom Spital nötig macht. Das ist setzen vor allem auf strategischer Ebene, was das heisst. Und das zweite Ziel, die künftige Lösung vom Kanton, vom Spital, soll möglich sein. Kann ich bereits beim Handlungsbedarf aufzeigen, weil es eben die Rollenkonflikte sind, wo der Kanton damit muss umgehen heute und kämpfen und was die Interessenkollisionen daraus sind. Und eine bestmögliche Rollenbereinigung erzielt man in dem Bereich, wenn eine vollständige, konsequente Trennung zwischen den hoheitlichen Aufgaben auf der einen Seite und den Marktleistungen, der Versorgungsleistung auf der anderen Seite eben auch erzielt wird.
Gewährleister und Rolle vom Eigentümer wiederum unterschieden wird. Bereits, wo wir vor einem Jahr das Bericht vorgestellt haben, ist die Frage auftaucht, ob eine vollständige Trennung vom Kanton, von seinem Spital KSW, nicht die Versorgungssicherheit würde gefährden. Und ich habe jetzt schon gesagt, und ich wiederhole das gerne auch heute eben, die Steuerung vom Gesamtversorgungssystem hat viel grössere Bedeutung bekommen heute als in der Vergangenheit. Das Gesamtsystem, das muss der Kanton im Auge behalten. Dazu haben wir eben auch die Spitalplaninitiative, dazu haben wir das Tarifwesen, wo wir gerade letztens die vernünftigen Tarif genehmigt oder festgesetzt haben. Das funktioniert gut und hängt nicht von der Eigentümerstellung ab, nicht von der Eigentümerstellung vom Kanton gegenüber einem einzelnen Spital. Von dem ist die Steuerung und damit auch die Versorgungssicherheit nicht abhängig. Das sind Ziele, wie sind wir an die der Erarbeitung von diesen Zielen angetreten. Ein Projektteam aus Vertretern von der Gesundheitsdirektion und vom Spital haben im ersten Schritt die Umsetzungsmöglichkeit von diesen Zielen geprüft. Es hat sich rasch gezeigt, dass die Ziele nur mit einer Rechtsformänderung eben können erreicht werden. Die Prüfung von möglichen anderen Rechtsformen, Stiftung, GmbH usw. zeigt, dass die gesteckten Ziele mit der Umwandlung, da gibt es einen Haufen juristische Abklärungen und Auswirkungen dazu, mit einer Umwandlung in eine AG am besten können erreicht werden. Auf der einen Seite die betrieblichen Anforderungen im neuen Spitalversorgungsumfeld können so abgedeckt werden, auf der anderen Seite auch ist eben die Rollenlösung und die Rollenklärung für den Kanton bei einer Möglichkeit im Umgang von einer Beteiligung, die man hat an der AG, viel, viel einfacher möglich. Kurz und knapp zusammengefasst, Ziel von der Neupositionierung vom KSW könnt mit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft sowohl kurz als auch langfristig am besten erreicht werden. Und da kann man auch sagen, nicht ohne Grund hat sich die Aktiengesellschaft, die AG, auch bei zahlreichen Spitalverselbstständigungen, die schon passiert sind, als bevorzugte Rechtsform eben auch herausgestellt. Was wären die Eckwerte von so einer Aktiengesellschaft? Denn der Regierungsrat hat nicht nur in seinem Beschluss vom 27. März gesagt, man soll alle Massnahmen treffen, um aus dieser öffentlich-rechtlichen Anstalt eine AG zu machen jetzt, sondern er hat auch im Sinn der erläuterten Ziele, aber auch im Sinn des erkannten Handlungsbedarfs eben, bereits erste Eckwerte festgelegt, nämlich die 5, die Sie hier jetzt sehen. Der Zweck des Spitals, das ist der erste Eckwert. Es gibt einen Zweckartikel in den AG-Statuten. Die Zweckbestimmung soll analog wie heute sein. Da soll es keine Veränderung geben. Das Spital soll weiterhin seinen überregionalen medizinischen Versorgungsauftrag haben, soll Aus- und Weiter- und Fortbildung in allen Prüfungen des Gesundheitswesens können, durchführen und sich dort engagieren. Die Forschung von Lehre, Forschung und Lehre von Hochschulen unterstützen, das haben sie heute schon, das ist heute der heutige Zweck von dem Spital, der soll auch beibehalten bleiben. Es soll, das kommt vielleicht neu dazu, das Spital soll auch Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften können einrichten und sich mit anderen Unternehmen beteiligen. Das so wird in etwa der Zweckartikel müssen ausgestaltet sein, das hat der Regierungsrat jetzt schon mal festgelegt. Er hat einen zweiten Eckwert festgelegt, das betrifft das Arbeitsverhältnis. Die Arbeitsverhältnisse bei der AG sind privatrechtlich. Die Ausgestaltung ist im Rahmen von der Bestimmung vom Obligationenrecht weitgehend frei, offen. Maßstab muss dort sein, mit welcher Art von Rahmenbedingungen das Spital die besten Chancen überkommt für alle Personalkategorien die besten Anstellungsbedingungen anzubieten.
und eben auch das immer knapper werdende Fachpersonal auch können zu rekrutieren und können zu halten. Das wird der Rahmen dort sein. Und dem ist sich der Regierungsrat bewusst, hat darum auf das auch hingewiesen, hat in seinem Beschluss auch festgehalten, dass neben den Übergangsregelungen fürs Personal auch die Erarbeitung von Gesamtarbeitsverträgen soll geprüft werden. Ein dritter Punkt, ein dritter Eckwert ist der, dass die künftige AG nicht soll gemeinnützig ausgerichtet sein. Mit Gemeinnützigkeit wäre Steuerbefreiung verbunden, mit dem wiederum aber zahlreiche Einschränkungen auch für den Betrieb. Es darf nicht über die betrieblichen zulässigen Rückstellungen hinausgehende Gewinne erwirtschaftet werden. Zwiegenniederlassung und Tochtergesellschaften dürfen nicht geführt werden. All das ist die Einschränkung, die sich mit der Zweckbestimmung nicht vertreibt. Darum wird das eine nicht gemeinnützige, nicht steuerbefreite AG sollen, geben. Der vierte Eckwert. Bei der Gründung von einer AG ist der Kanton grundsätzlich einmal Eigentümer vom gesamten Aktienpaket. Wenn das Ziel muss sein, dass eine mögliche Trennung in Betracht gezogen wird, dann darf auch keine Mindestquote als spätere Option festgelegt werden. Und auf das wird man auch verzichten. Es wird also nicht eine Mindestquote an dieser Beteiligung vom Kanton am KSW festgelegt werden. Es wird aber geprüft, ob in der Form von einem Aktionärsbindungsvertrag gewisse Schranken von der Übertragbarkeit von diesen Aktien sollen gesetzt werden. Grundlagen für das müssen aber in dieser Eigentümerstrategie, die ich Ihnen gesagt habe, noch festgelegt werden. Also keine Mindestbeteiligungsquote, aber allfällige Einschränkungen der Übertragbarkeit, Anbietungsverpflichtungen usw. an gewisse beteiligte Partner. Das wird geprüft werden. Und der letzte Punkt, der fünfte Eckwert im Rahmen von dieser Fortschritte von der Umwandlung jetzt in den AG. Dazu hat der Regierungsrat beschlossen, dass im Rahmen des Baurechts die Verfügungsgewalt vom Spital über seine Bauten soll eingeräumt werden. Der Spitalstandort Winterthur ist nicht in Frage gestellt, völlig unabhängig von der Entwicklung von dem Spital, bleibt es notwendig, dass in Winterthur ein Spital stehen bleibt. Die Verfügungsgewalt quasi vom KSW muss damit nicht über Grundstück gehen. Die Verfügungsgewalt über das Grundstück bleibt im Kanton, aber über Gebäulichkeiten, über die Mobilien, dort wird im Rahmen des Baurechts das Spital können eine erhöhte Selbstständigkeit erlangen. Solange der Kanton auch als Aktionär eben allein oder als Mehrheitseigentümer vom KSW bestehen bleibt, bleiben auch gewisse Rollenkonflikte zwischen dem Kanton als Eigentümer und dem Kanton als Gewährleister bestehen. Das ist uns völlig bewusst. Für die Wahrnehmung der Aufgaben eben als Eigentümer oder als Beteiligten brauchen wir die eigene oder die Beteiligungsstrategie, wo eben sich konsequent an den Eigentümerinteressen orientiert. Das ist notwendig, das wird auch so gemacht werden. Die Ausgestaltung von der eigenen Strategie wird im Rahmen von der Gesetzgebungsarbeiten und die Schlüsse, die jetzt da eben noch zu definieren sind. Das sind die Eckwerte, die in dem RRB bereits festgelegt worden sind. Was heisst das jetzt? Was heisst das aus Sicht vom Kanton? Vor dem Hintergrund kann man sagen, vor dem gesteckten Ziel ist die Umwandlung vom KSW in eine Aktiengesellschaft ein wichtiger, ein richtiger und auch ein grosser Schritt. Allerdings, das muss ich da sagen, es ist nichts ganz Neues und es ist nicht einfach eine Pioniertat jetzt vom Kanton Zürich, von der GED, wo da angestrebt wird, ganz viele andere Kantone und auch kommunale Zweckverbände sind
da voraus, sind dem Kanton Zürich vielleicht um Jahre voraus auch. Der Kanton Thurgau hat schon vor mehr als 10 Jahren seine Kliniken in die Spital Thurgau AG eingebracht und dort zusammengefasst. Andere Beispiele wären aus dem Kanton Aargau, Kantonsspitäler Aarau und Baden, die auch umgewandelt worden sind, das Zugerkantonsspital, das Kantonsspital Glarus, das Solothurnenspitäler, regionale Spitalzentren in Bern. All die haben die Schritte, die wir für das KSW jetzt anstreben, bereits gemacht. Aber auch im Kanton selber rein, ins Spital Menedorf oder eben GZO Wetzikon, als Beispiel da schon weit voraus. Ein wichtiger, grosser und ein richtiger Schritt für das Spital, wenn wir es aus der Optik der Patientinnen und Patienten anschauen, dann hat die Rechtsformänderung für sie keine unmittelbare Auswirkung. Also die Bedeutung aus Sicht oder aus der Auswirkung auf Patienten ist keine unmittelbare. Für sie steht ja die medizinische, die pflegerische Behandlung, Versorgung, Betreuung im Vordergrund. Und die ist heute im KSW gut. Sie muss einfach auch gut bleiben. Und Patientinnen und Patienten haben alles Interesse daran, dass das auch so bleibt, dass das auch in Zukunft so bleibt. Und darum, glaube ich, ist es auch im Interesse von Patientinnen und Patienten, dass KSW seine Wettbewerbsfähigkeit kann erhalten und eben weiterhin eine Grundlage hat, um wirtschaftlich und qualitativ gute Arbeit und gute Leistungen anzubieten. Ähnlich kann man sagen, sieht es auch für die Stadt Winterthur und die umliegenden Gemeinden aus. Auch für sie hat die Umwandlung von der, oder, ja, die Änderung von der Rechtsform keine unmittelbare Auswirkung. Und nachdem die neue Spitalfinanzierung, die klare Trennung zwischen der Spitalfinanzierung für Akutspitäler als Aufgabe vom Kanton und der Pflegefinanzierung als Aufgabe von der Gemeinde gezeigt hat, berührt so eine Umwandlung auch keine kommunale oder kantonale Finanzströme. Aber auch die Stadt Winterthur, auch die anderen Gemeinden aus dem Umfeld, aus der Region Winterthur, wollen und mühen und haben ein Interesse daran, über eine gute Spitalversorgung zu verfügen. Nicht zuletzt durch das KSW als der grosse Partner und Player in diesem Umfeld. Auch als bedeutender Arbeitgeber für die ganze Region Winterthur. Und es ist wohl darum auch im Sinn, eben, wenn das KSW seine Wettbewerbsfähigkeit erhaltet und damit seinen Betrieb auf einer soliden wirtschaftlichen Basis eben kann führen und auch in der Zukunft langfristig kann erfolgreich bleiben. Und darum hat sich auch der Regierungsrat mit der Vorgabe, Grundstücke in der Hand von sich selber, vom Kanton zu behalten, langfristig zum Spitalstandort Winterthur geäussert und bekannt. Das ist so, das bleibt so. Von dort her, glaube ich, ist das ist ganz wichtig für die Region. Der Kanton wird klare, transparente Governance können entwickeln, so, wenn er eben den Rollenkonflikt kann vornehmen kann. Er schafft sich so für das KSW die nötigen Handlungsmöglichkeiten für sich selber die notwendige Einflussnahme. Direkte, um das noch als die letzten Punkte, direkte Bestrebungen, Pläne, sich zu trennen vom Spital, die bestehen heute nicht. Es ist aber eine von den angestrebten Möglichkeiten. Und wenn das im Interesse vom Spitalbetrieb muss geprüft werden, dann werden jetzt auch die entsprechenden Gesetzgebungsverfahren eben gestartet. Die müssen jetzt eingeleitet werden, nicht dann, wenn sie eben unmittelbar das Bedürfnis vor der Tür steht. Das sind Bedeutungen aus der Sicht vom Kanton mit dem Blick auf Patienten, auf seine eigenen Interessen, aber auch auf die von der Stadt Winterthur und Umgebung, was die Bedeutung für das Spital selber ist, das wird jetzt wiederum der Herr Bauer Ihnen ausführen.
Gut, einfach mal zusammengefasst, wir reden von heute, wir reden von morgen und wir reden von, was sind die Erfordernisse dafür. Heute kann man guten Gewissen sagen, und wir haben, morgen werden wir eine Jahrespressekonferenz haben, dass wir eine sehr gute Position haben. Wir haben eine umfassende Grundversorgung, die ist sichergestellt in der Region. Wir haben ein sehr weites Spektrum von spezialisierter Medizin, also die Leistungsaufträge, die wir bekommen vom Kanton bekommen. Und glaube ich, dass wir gut verankert sind, zeigt, dass wir einen Marktanteil von 73% haben in der Region. Also 73% der Patienten, die ins Kantonsspital Winterthur, auch jetzt mit der freien Spitalwahl über die Kantonsgrenzen raus oder in anderen Spitälern, die Leistungsauftrag haben. Und sicher auch ein Zeichen, dass auch als Kantonsspital, also wir, der Anteil von zusatzversicherten Patienten stetig zunimmt. Er war fair 20%. Was ist überhaupt die Aufgabe vom Spitalrat? Fragt man ja, hätte man schon keine Fragen. Ich glaube, der Spitalrat setzt sich sehr intensiv mit der Strategie auseinander. Also woher wollen wir das, was wir gehört haben vom Herrn Dr. Heiniger. Also wir sind sehr direkt involviert gewesen jetzt in das Projekt bis zum heutigen Tag. Das ist kurz erwähnt worden schon. Wir sind aber auch überzeugt, dass man immer aus einer Position von der Stärke agieren muss und nicht reagieren. Das heisst, vorausdenken in Szenarien. Was kann sich entwickeln? Zum Punkt AG möchte ich auch noch sagen, wir sind Late Followers und nicht Early Movers, wenn wir das machen. Das war aber vor 10 Jahren noch nicht so aktuell wie heute, weil damals hat das KVG noch anders geheissen. Das wäre einmal zu der heutigen Situation. Also, warum ändern etwas ändern, das geht euch ja gut. Und genau weil es gut geht, müssen wir überlegen, was können wir machen, dass wir gut bleiben. Und das sind die beiden Punkte, ich habe bereits erwähnt. Die Leistungsbringung, Kooperationen, Beteiligungen und Leistungsfähigkeit im kompetitiven Markt. Ich sage dem das Gesundheitscluster. Die Zukunft wird meines Erachtens ganz klar Gesundheitscluster sein. Wir werden viel mehr schauen bei der Leistungserbringung, was wo in einem Spital wird erbracht. Und das kann man nur machen durch verbindliche Kooperationen, Partnerschaften, ich habe es bereits erwähnt. Die Zukunft meines Erachtens gehört nicht den Einzelspitaler. Die Zukunft gehört als Spitalverbund. Und da komme ich wieder, was ich bereits in der letzten Folie gezeigt habe, da kommt die Verbindlichkeit, die Fähigkeit zur Partnerschaft. Und ganz wichtig, die medizinische Kompetenz, die Infrastruktur und die finanziellen Mittel über mehrere Spitalstandorte muss genutzt werden. Das heisst, wo setze ich die Mittel ein, wo mir der Patient bringt, Patientbringungsgeld, wo setzt man das Geld ein? Und das kann sich nicht beschränken auf ein Einzelspital. Wir könnten heute sagen, wir sind so gross mit 73% Marktanteil. Was wollt ihr? Das wäre arrogant. Auch wir können nur die Position halten. Auch von der Seite her, wenn wir sehr sorgfältig mit den Mitteln umgehen und die richtigen Mitarbeiter haben, ich habe es unter den attraktiven Arbeitgeber erwähnt. Das ist die Herausforderung morgen. Szenarien, wie sehen wir das und wie tun wir uns auf das vorbereiten, dass wir da die Position behalten können. Das heisst, der Spielraum für strategisches Denken und Handeln. Kurz Entscheidungsweg, verlässliche Geschäftspartner sein, Entscheid rasch umsetzbar. Das heisst, eine betriebliche Autonomie, wo die Entscheid nach sachlichen, unternehmerischen Kriterien gefällt werden und nicht nach politischer Einstellung. Qualifiziertes Personal. Wir haben es verschiedentlich gehört, schon, auch vom Regierungsrat Heiniger. Kampf um die Talente. Ich habe es auch erwähnt vorhin schon. Das ist für uns enorm wichtig und da müssen wir Flexibilität haben. Wir können eine Anstellung nicht nur machen aufgrund von der Ausbildung, sondern auch von der Funktion. Die Freiheit muss man haben, wie man Leute einstuft und wie man sie entschädigt. Und die Infrastruktur zweckmässige, das heisst, Finanzierbarkeit. Die Mittelaufnahme, die Finanzierungsaufnahme, dass ich die
gestalten aus der unternehmerischen Sicht aus, aufgrund von einer gesunden Ertragslage und von einer gesunden Bilanz. Das sind die Erfordernisse. Und ich muss sagen, einfach zusammenfassend, im Spitalrat haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema, das wir jetzt heute diskutieren, auseinandergesetzt, mit dem Projektteam, nicht nur im Projektteam, sondern im Gesamtspitalrat. Und ich kann abschließend sagen, vom Spitalrat, vom Kantonsspital Winterthur, steht also uneingeschränkt hinter dem Vorgehen, auch aus der Sicht vom Kanton her, wie auch aus der Sicht vom Spital. Und wir sind überzeugt, dass wir da eine sehr zukunftsweisende Lösung werden erarbeiten für das Spital. Danke, Herr Bauer. Also heute sorgen, damit ein guter Zustand am Morgen noch Gültigkeit hat und kann erbracht werden. Das ist das Ziel. Wie kommen wir dort hin? Noch ganz kurz zum Abschluss, weiteres Vorgehen. Was sind die nächsten Schritte jetzt? Bis Ende von dem Jahr sollen quasi die gesetzlichen Grundlagen entwickelt werden, Statuten, was es braucht. Ich habe gesagt, der Aktionärsbindungsvertrag, der geprüft wird, das sind Grundlagendokumente. Gleichzeitig mit der fast neuen Rolle vom Kanton als Aktionär, Eigentümer sollen seine Strategie entwickeln. Die muss erstellt werden, auch bis Ende von dem Jahr. Bei beidem werden natürlich auch die Interessengruppen, quasi die übrigen Interessengruppen, mit einbezogen werden. Die sind es bis jetzt auch schon gewesen, werden aber das auch weiterhin bleiben, vielleicht noch mit einer intensiveren Zusammenarbeit. 2014 dann wird der Gesetzgebungsprozess stattfinden. Verlauf und Dauer von einem Gesetzgebungsprozess sind nicht ganz einfach zu prognostizieren. Ich hoffe aber, dass ein Jahr dazu eben auch langt. Sobald die Grundlagen klar sind, können auch die Änderungen dann umgesetzt werden. Und das soll ab 2015 eben können stattfinden. Sie sehen, der Prozess wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Gerade darum, wie so ein Prozess Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe es heute gesagt, ist es eben nötig, dass man die Veränderungen heute, jetzt, rechtzeitig einleitet. Jetzt, wo der Handlungsbedarf quasi absehbar ist, aber noch nicht akut ist. Sobald er akut ist und das Spital Winterthur in einer Zwangs- oder Notlage ist, dann das will zu machen, wäre zu spät. Heute ist es jetzt höchste Zeit. Es ist aber eben auch rechtzeitig. Auch mit dem Herrn Bauer als Spitalratspräsident zusammen darf ich sagen, wir sind überzeugt, der Regierungsrat ist überzeugt, genauso wie der Spitalrat, dass damit die richtige Grundlage, die gute Grundlage gelegt ist, damit das Kantonsspital Winterthur im Interesse von allen Anspruchsgruppen, in allererster Linie aber von den Patientinnen und Patienten, als gutes, als leistungsfähiges Spital eben kann bestehen bleiben und das in der Region Winterthur noch auf lange Sicht. So viel von unserer Seite an Ausführungen und an Dokumentation. Jetzt stehen wir Ihnen selbstverständlich gern, wenn es sollte geben, für Fragen zur Verfügung. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit zu den Ausführungen, wo ich Ihnen den ganzen Prozess jetzt nochmal schematisch auf der einen Seite, aber eben auch aus der praktischen Bedeutung heraus aufgezeigt hat. Danke vielmals. Gibt es tatsächlich Fragen, meine Damen und Herren? Ja. Also einfach noch ganz kurz, Sie haben gesagt, Umsetzung ab 2015, ist es dann ein AG oder ab wann ist denn das Spital ein AG? Ja. Also wirklich sagen, 2015 wird... Wenn der Gesetzgebungsprozess durch ist, wenn die gesetzlichen Änderungen so dann vorgenommen sind, dann kann eben die AG gegründet werden, dann wird das Aktienkapital quasi eben auch errichtet und die entsprechenden Organe, die es braucht, werden dann gebildet. Dann geht es vorher noch in den Kantonsrat, dann ist ein theoretisch auch noch eine Abstimmung. Der Gesetzgebungsprozess ist in dem Jahr 2014 durch den Kantonsrat eben durchzuführen. Ja. Und theoretisch wäre noch eine Abstimmung möglich, wenn jetzt irgendein Referent, das ist auch noch. Ja. Okay. Und vielleicht noch eine Frage, wen stellen Sie sich da als Aktionär vor? Von der Spital AG? Der erste Aktionär wird der Kanton Zürich sein. Er wandelt um, er ist heute Eigentümer von dieser Anstalt, er wird auch Aktionär sein.
Er gründet, er stellt das Aktienkapital zur Verfügung und ist da in erster Linie einmal allein beteiligt. Und die Formen nachher, oder die Beteiligungsentwicklung, die ist mit rundum beteiligt eben anzuschauen. Das können Mitbeteiligte sein in andere Kantone. Es können mitbeteiligt sein in andere Gemeinden, Städte und Gemeinden. Es können aber auch Private sein. Es ist alles möglich und die Vorstellungen, die jetzt der Kanton hat oder jetzt die Regierung hat, die sind in diesen Bereichen offen. Wichtig ist, dass eben ein Kleid geschaffen wird, dass Verhältnis geschaffen wird, wo Veränderungen an diesen Beteiligungen, wenn es die unternehmerische Zielsetzung nötig macht, können getroffen werden. Also über das Kreuz Beteiligung mit einer anderen Klinik, auch im Kanton Thurgau, um jetzt da ein Beispiel zu nehmen, müsste eben möglich sein. Und dazu, das ist, geht nicht mit der Anstalt, das ging nicht mit anderen Formen, geht aber eben mit der entsprechenden Aktiengesellschaft. Ich will ein Beispiel geben. Wir haben in Gründung das Zentrum für Radiotherapie in Rüting. Das wird jetzt entschieden worden. Dort besteht Beteiligung aus Winterthur, Wetzigen, Spital Uster, ZUP Privaten. Oder? Also von der Kompetenz her. Das ist ein Beispiel, wo jetzt entschieden worden ist, wo das wird dem 2014 dann die Operation sein. Und das ist genau, was der Herr Regierungsrat Heiniger jetzt gesagt hat. Es können Private sein, aber wir sind auch von anderen Kantonen her, bestimmt ein gewisses Interesse, ich sage im Sinne der Cluster, im Sinne der Versorgung. Wo macht man was, oder? Aber gleich noch ganz kurz eine blöde Anschlussfrage. Wenn der Kanton wieder der Grossaktionär ist von dem Spital, ist man dann nicht wieder im gleichen alten Rollenschema drin, in dem Rollenkonflikt, den Sie erwähnt haben, wo man ja eigentlich entflechten will? Ich habe es versucht zu sagen, dass solange man allein Aktionär ist, ist man als Kanton nach wie vor in der Rolle des Eigentümer und des Betriebs steuern, wenn nicht operativ, aber strategisch. Und darum hat die Regierung schon am Anfang gesagt, es muss ein Modell gefunden werden, dass sich der Kanton auch kann lösen von dieser Beteiligung. Erst mit der Lösung von dieser Beteiligung ist der Rollenkonflikt tatsächlich auch konsequent gelöst und bereinigt. Je kleiner seine Beteiligung ist, desto weniger spürbar ist der Rollenkonflikt. Natürlich, aber es muss eine Form gefunden werden, dass er sich auch ganz trennen kann. Und was jedenfalls nötig ist, schon für die Form vom Alleinaktionär, ist eine klare Beteiligungsstrategie. Darum eben auch die Eigner- und Beteiligungsstrategie als Ziel bis Ende 2013, die auch zu entwickeln. Wie geht er um, nicht als Versorger, nicht als Gewährleister, nicht als Finanzierer, sondern als Eigentümer und vielleicht noch allein beteiligt. Das ist in dem Sinn nicht primär eine gesundheitspolitische Betrachtung, sondern auch eine finanzpolitische. Oder? Ich habe es richtig verstanden, mit der neuen Rechtsform kann man aber finanziell attraktivere Bedingungen für die Angestellten schaffen. Sie haben gesagt, es ist ein attraktives Unternehmen, aber man kann auch auf monetärer Seite etwas nach oben ändern, wenn das gefragt ist im Markt. Absolut. Also das ist ja genau der Punkt, den ich versuche zu erklären. Ich muss heute kennen, die attraktive Art, also auch die Salarierung, oder? Wo ich die Freiheit habe, zu gestalten. Und bis auf weiteres sehe ich nicht einen Überfluss an Bewerbungen von qualifizierten Leuten, die im Spital arbeiten können. Also muss ich die Freiheit, die Gestaltungsfreiheit haben. Und ich will ganz klar sagen, es wird immer so bei der Privatisierung gesagt, man will die Leute drücken. Ich glaube, das ist das Gegenteil heute. Aus einem starren System, das eigentlich für ganz unterschiedliche Einheiten gilt, das öffentliche Anstellungsrecht, dass man da die Möglichkeit hat, wenn man dann mit dem Hirschlander konkurrieren kann, zum Beispiel. Ja. Aber es ist schon das Problem, Sie können das, glaube ich, wirklich erst machen, wenn der Kanton nicht mehr die Mehrheit der Aktien hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Spital Winterthur 20% mehr Lohn verdient, wenn der Besitzer der Kanton ist, als in einem anderen. Also ich glaube, es ist ein bisschen eine Skilösung, solange die Aktienmehrheit nicht weg ist. Der Reiniger erwähnt den GAF. Das kommt ja über die Gesamtarbeitsvertragregeln auch. Oder?
Das heisst, wenn man entlassen wird aus dem öffentlichen Personalrecht, ist eine Alternative dazu, eine GAF zu machen. Und ich glaube nicht, dass es eine Skilösung ist. Ich glaube, Skilösung ist vielleicht eine falsche Bezeichnung. Es ist aber sicher für all die Zielsetzungen, die man anstrebt, ist es die notwendige Vorbereitungsarbeit. Es ist in dem Sinne die Übergangslösung. Oder? Beteiligung als Alleinaktionär löst, wie es vorher zu den Rollenkonflikten gesagt hast, löst die nicht. Sie schafft nur die Voraussetzung, sie können eben auch zu bereinigen. Das Gleiche gilt bezüglich der betrieblichen Notwendigkeit. Wenn der Hauptaktionär oder der Alleinaktionär der Kanton ist, bleibt die Öffentlichkeit so verbunden, was in verschiedenen Bereichen, eben das Submissionsverfahren angeht und andere, bleiben die anwendbar. Die Freiheit, die Notwendigkeit, quasi sich können freier und rascher und selbstständiger zu bewegen, die kommt man über dann, wenn auch der Kanton seine Beteiligung dann reduziert. Also die Rolle vom KSW der Versorgung ist ja ziemlich zentral in der Umwidmung. Das entnimmt man auch dieser Zahl von fast 3/4 von allen Behandelten. Wenn jetzt das Experiment schief geht, in dem Worst-Case-Szenario, welche Möglichkeiten gibt es dann? Entschuldigung, ich möchte fragen, was meinen Sie mit Experiment? Ja gut, okay, nennen wir es kein Experiment, Entschuldigung. Wenn die Privatisierung oder die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft nicht erfolgreich ist oder wenn sich andere Spitäler am Markt erfolgreicher verhalten, oder? Also jeder Markt produziert ja auch Verlierer, oder? Also das Risiko ist ja da. Und man schaut dem schleichenden Niedergang vom KSW zu. Was ist die Rückfallebene, die man hat? Was kann man dann machen als Kanton Zürich? Ist das auch, gibt es ein Szenario für den Fall? Das sind ja die Ängste, die man im neuen hat. Spitalumfeld, oder? Dass es da Gewinner und Verlierer gibt, das habe ich versucht aufzuzeigen. Es ist mehr Wettbewerb reingekommen, bewusst vom Bundesgesetzgeber. So. Und der wirkt sich unter Umständen so aus. Das ist aber unabhängig, kann man jetzt mal sagen, kann es das geben von Rechtsformen. Wir sind der Überzeugung, dass mit der Umwandlung in die neue Rechtsform die Chancen steigen, künftig so erfolgreich zu bleiben, wie heute das Spital ist. Es wäre ohne Weiteres, und darum habe ich gerade gefragt beim Experiment, wir glauben eher, dass die Schwierigkeiten, sich zu behaupten, in dem neuen Umfeld grösser sind, dass die Risiken grösser sind für das Spital, aber auch für den Kanton, für die Patienten, und Patientinnen, aber auch für Winterthur und Umgebung, wenn man es heute so lässt, damit das Kleid starr lässt für das Spital, dass die Risiken grösser sind, wie man sich nicht frei bewegen kann, dass eben dass der Worst Case dann könnte eintreten. Die Rückfallpositionen, nicht von dem Projekt oder von dem Prozess oder von dieser Umwandlung, sondern die Rückfallposition, wenn eine versorgungsnotwendige Einrichtung nicht erfolgreich bleibt, ist die Interventionsmöglichkeit vom Kanton gestützt auf Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetz. Das ist eine der Möglichkeiten, sich direkt in den Betrieb einzuschalten und so Einfluss zu nehmen auf quasi die Versorgungsleistung, wo ja die Gesundheitsdirektion, der Kanton für seine Bevölkerung muss zur Verfügung stellen. Die Interventionsmöglichkeit, die ist gegeben heute bei jeder Form von Rechtsträgerschaft, von Rechtskleid, die ein Spital hat, wenn versorgungsnotwendige Leistungen serbeln, nicht mehr sollten möglich sein, nicht erbracht werden, dann interveniert der Kanton gestützt aufs Gesetz. Sie haben immer wieder von möglichen Kooperationen geredet. Also für mich ist das sehr ein zentraler Punkt. Gibt es denn da schon mögliche Partner, die Sie... Also wir haben konkret haben wir heute einen Zusammenarbeitsvertrag mit GZO, mit Wetziken, wo zum Beispiel Ärzte von uns auch Sprechstunde haben in Wetziken-Spezialisten, die nicht vor Ort in Wetziken sind. Der Patient, aber so kann sagen, gehört an Wetziken immer noch, oder? Aber die Betreuung, die Leistungserbringung, tun wir uns abstimmen. Oder zum Beispiel die bariatrische Medizin, die machen wir in Winterthur nicht. Da haben wir gesagt, macht Wetziken. Das ist eine Abstimmung. Wir sind dran, ein zweiter Vertrag mit Bülach, ähnlicher Art, wird gemacht. Und dort habe ich Ihnen vorher gesagt, das gemeinsame Zentrum, das jetzt hier aufgebaut wird, von der Radiotherapie in Rüthi. Das sind konkret, was aktuell vorhanden ist. Und wir sehen das auf dem Gespräch. Wir sind auch in Thurgau und so, bei den Spitälern
sind wir Diskussionen, die alle am gleichen Thema haben. Eben auch die Knappheit der qualifizierten Leute und der notwendigen Anzahl Fälle, die man muss haben, also Leistungsaufträge der letzten Jahre gegeben werden. Darum ist das Zukunft, weil wir kommen einfach in jedem kleinen Zentrum oder Region. Das hat nichts mit der Qualifikation zu tun, jetzt von der Region kann man alles bringen. Also für das würde jetzt die Aktiengesellschaft nicht zwingend brauchen. Ich bin völlig Ihrer Meinung, dass das vermutlich Zukunft ist. Aber das geht auch ohne. Es vereinfacht es vielleicht so gerne ein bisschen. Aber genau, ich habe zuletzt gesagt, heute geht es ohne. Aber ich muss ja vorausdenken. Ja? Wir machen nicht bei gewissen Wachstumsgemeinden, die vergessen haben, Schulhäuser zu bauen. Wenn sie daran gedacht hätten, wenn das Bevölkerungswachstum da ist, dass wir auch Schulhäuser bauen. Man hat auch bildlich gesprochen. Und unsere Herausforderung ist, uns auf das vorbereiten. Ich kann hier lieber agieren als reagieren. Und der Patient, da gebe ich Ihnen zu, der Patient kommt nicht in die Winterthur, weil es ein AG ist oder öffentlich-rechtlich. Der Patient kommt zu uns, weil die richtige Leistung, die richtige Betreuung, die richtige Pflege bekommt. Das ist klar. Nur, damit ich das sicherstellen kann, muss ich eben die Möglichkeit haben und nicht im letzten Moment nachher den Antrag stellen, jetzt muss ich die Rechtsform. Du machst es lieber heute, aber das Risiko, was vorher gefragt wurde, ist das Experiment. Das ist überhaupt kein Experiment. Das ist eine unternehmerische Entwicklung in der Logik. Das ist, ich sehe, das Risiko ist nicht grösser als heute. Aber die Chancen wahrnehmen, dass wir es behaupten, ist wesentlich grösser. Und die Flexibilität. Und sie werden einfach eins glauben, dass ich kein Spital führen. Ich sehe wahrscheinlich, und nicht will, dass ihr Spital gut positioniert ist in der Bevölkerung. Ist niemand gerne als Nummer zwei. Eben, Sie schauen sich da. Natürlich haben wir jetzt eine Medienkonferenz durchgemacht. Sie haben einen Haufen Ausführungen gehört vom Sicht Spital, aus Sicht Kanton. Und ich habe Ihnen aber gesagt, so dramatisch Neues besteht oder vor allem auch Innovatives entsteht nicht. Und darum eben kein Experiment. Es passiert das, was an vielen Orten längstens entstanden ist, auch beim unmittelbaren Nachbar Thurgau. Ja. Das Spital, das 15 km plus minus von Winterthur weg in Frauenfeld steht, ist längstens in den AG integriert. Also von dort her wird nachvollzogen, was andere in einer Art sich bereits in dem Umfeld, wo wir stehen, bereits umgesetzt und vollzogen haben. Von dort her ist es weder innovativ noch experimentierfreudig, sondern es schafft einfach auch wieder für die Zukunft die Grundlage, dass das Spital sich in dem Umfeld kann behaupten. Ganz einfach, ganz eck. Wie ist denn bei den Spitälern, die ein AG sind, wie setzt sich die AG zusammen? Was sind das für Mitbesitzer? Das ist ganz unterschiedlich. Also, ich kenne die Aktionariate von den einzelnen Beteiligten nicht. Ich weiss, dass im Kanton Aargau sind's, glaub ich, der Kanton direkt beteiligt. Dann stellt sich die Frage, wie weit nimmt der Einfluss in den Organen. Das sind sehr unterschiedlich, im Kanton Thurgau auch. Bei den heutigen Umwandlungen von den kommunalen Einrichtungen sind es noch Gemeinden, die beteiligt sind. Das wird aber über kurz oder lang nicht müssen so bleiben. Auch, oder? Aber eben, also wirklich, der Staat ist auch dort weiterhin der Geldgeber. Bei Einzelnen. Ja. Weil man Leistungserbringer im Kanton Zürich wie der Hirslanden AG ist natürlich ist historisch längstens ein Privaten. Oder? Und das funktioniert für uns als Gewährleister von der Versorgung genauso gut wie mit Öffentlichen zusammen. Aber wird man zum Beispiel die Stadt Winterthur jetzt namentlich ermuntern, um sich da auch zu beteiligen? Dann? Mehr oder weniger? Ich glaube, es geht nicht um Ermuntern, sondern es geht darum, dass die Stadt Winterthur sich überlegt, was ihre Interessen sind, wie sie die am besten wahrnehmen in Zukunft, mit dieser Möglichkeit, sich können zu beteiligen am Spital. Das ist ganz entscheidend. Es gibt Möglichkeiten für Gemeinden, aber keine Zwänge vom Kanton. Wir haben heute ja zwei Einrichtungen in der Stadt Zürich, die ebenfalls ja, Gemeindeeinrichtungen sind. Das sind kommunale Anstalten. Ob das so müssen in Winterthur ist völlig offen. Das hängt auch von der Winterthur Interessen ab und von der umliegenden Gemeinde. Die Möglichkeit besteht, dort das zu prüfen, anhand von den Bedürfnissen, die diese Stadt auch hat und der Einflussnahme, die sie will,
treffen. Am Standort, glaube ich, dort muss sie nichts mehr unternehmen. Der Standort bleibt. Damit mit dieser Einrichtung an dem Standort bleiben auch die Arbeitsplätze. Für das muss die Gemeinde, die Stadt selber nichts unternehmen. Jetzt gibt es vielleicht andere Interessen, aber das muss die Stadt definieren. Eine Frage. Tut man den Namen ändern, damit das nicht mehr so irreführend ist? Kantonsspital. Das ist ein guter Brand. Das ist gut. Okay. Das ist ein guter Brand, oder? Also, wir sehen das von der Ausbildung her, oder? Wir haben sehr viele, 150 Assistenten, also Ausbilder, oder? Und das ist ja so ein Kreis, und viele können ja wieder zurück irgendwann oder gehen. Und das ist nicht notwendig, dass wir den Namen aus dem Kantonsspital Winterthur. Ich glaube, jetzt sollte man den Namen fast schützen. Nein, aber das wäre also, ich glaube, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, das haben wir überhaupt nicht diskutiert, die Idee. Wir werden gar nicht kommen, weil es ist eine gute Situation. Was nützt dem Spital am besten, glaube ich, ist ja, die Frage. Oder? Und vielleicht für Winterthur. Winterthur hat doch ein grosses Interesse, dass Grundversorgung in hoher Qualität sichergestellt ist von der Bevölkerung. Das ist das Haupt, oder? Und das, glaube ich, hat jetzt auch vom Herrn Einigrämer gehört, dass das natürlich auch absolut die Auftrag ist von der Kanton her. Das hat mit der Rechtsform überhaupt nichts zu tun. Ja. Sie haben Ihren Ausführungen gesagt, also ein Hauptgrund für das Projekt sei der angebliche Rollenkonflikt, der Kanton drin sei. Aber wenn Sie von diesem Rollenkonflikt geredet haben, ist da nichts Substanzielles. Und können Sie das noch ein bisschen genauer darlegen, worin dieser Rollenkonflikt besteht? Weil man hat ein bisschen den Eindruck, das ist einfach ein bisschen herbeigeredet, um da den Schritt auch begründen können. Können Sie das ein bisschen darstellen? Ja, sehr gerne. Ich meine, ich habe schon lange Ausführungen gemacht dazu, aber vielleicht doch zu kurz. Also wenn wir... konkreter, oder? Ja. Wo genau zeigt sich der? Also die Theorie habe ich schon verstanden, wo Sie da dahinter haben. Also, aber ganz konkret. Beispielsweise, wenn wir Eigentümer sind vom Spital selber, wie wir es vom USZ sind, und dann über Preise reden, wie hoch sollen die sein, die DRG, Fallpauschale, was soll dort der Preis sein, dann bin ich im Konflikt zwischen dem, was ich für die Gesamtsteuerung anschaue, was ist da zweckmäßig und der Steuerzahler und der Prämiezahler im Auge habe, und auf der anderen Seite der unmittelbare Erfolg von dem Spital, wo mir ist. Also ich tue es jetzt sehr personifizieren, halt, wo mir ist. Dann müsste ich die Preise eigentlich möglichst hoch ansetzen, möglichst viel Geld reinnehmen im Spital, dann das Interesse ist, dass es ein florierender Einrichtung ist. Mit hohen Preisen aber belastet der Steuerzahler auf der einen Seite und der Prämiezahler auf der anderen Seite. Das ist sicher ein unmittelbarer, augenfälliger Rollenkonflikt, der so nicht zweckmäßig ist und darum auch so nicht soll aufrechterhalten bleiben. Es tut mich, Entschuldigung, irritieren. Ich würde jetzt Ihnen also zutrauen, dass Sie die Differenzierung vornehmen könnten. Es gibt einen Auftrag vom Kanton, die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Und ich denke wirklich, das wird ein bisschen herbeigeredet. Also jetzt auch das, was Sie sagen, das ist also die Konflikte die zwischen Auftrag und Finanzierung. Das vor einem Monat habe ich Ihnen da Ihre Preise dargelegt, oder wie sich der Kanton entschieden hat. Kritik an vielen Orten ist doch jetzt, man habe für das Universitätsspital einen zu hohen Preis, wie das eine kantonale Einrichtung sei, und Hirslanden haben einen zu tiefen und Stadt Zürich mit dem Triemleben auch einen zu tiefen, wie das nicht unsere, wie das quasi dort haben wir die Systemsicht im Auge gehabt, beim USZ haben wir unsere Eigensicht gehabt, wie sonst der Kanton allenfalls als Eigentümer müssen zahlen. Das wird ja nicht von uns so behaben, sondern wird vom Umfeld so geltend gemacht, das zeigt, wir und hoffe Ihnen auch, dass es nicht einfach ein angeredeter, nur stilisierter Konflikt ist, sondern einer, der unmittelbar an dem Beispiel von der Höhe der Preise sich eben bei den Partnern entsprechend äußert. Oder auch die anderen Spitäler, mit denen der Kanton nicht verbunden ist, machen natürlich sonst immer wieder Geld damit betreiben, Heimatschutz mit unseren eigenen. Wir haben den, im Bereich von Qualitätsprojekten und Anforderungen würden wir von unseren eigenen Spitälern schauen. Oder wir würden mit Ausbildungsentschädigungen würden wir das unterstützen. Wir haben mit gemeinwirtschaftlichen Leistungen, die wir unseren eigenen Spitälern geben, haben wir primär nur unsere Interessen als Eigentümer im Sicht und nicht Gesamtinteressen. Also die Kritik die wird vor allem aus den Mitbewerbern oder von den Mitbewerbern geltend gemacht, nicht von uns selber quasi gelebt.
ist nett, wenn sie mir zutrauen, mit dieser Situation können umzugehen. Aber aus der Sicht und aus der Perspektive von Dritten wird häufig die in Frage gestellt. Oder? Gerade dort, wo es eben um die wirtschaftlichen Verhältnisse für so einen Betrieb dann geht. Und nicht nur für den eigenen, sondern eben von denen, für den von Konkurrenten. Was kostet der Kanton die Umwandlung? Ich weiß nicht, was Sie mit Kosten meinen. Sie kostet, ich weiß es nicht, aber unmittelbar Kosten sind Projektkosten, oder, wo jetzt gewisse Beratung im Bereich von der Entwicklung von der Statuten und so weiter braucht. Aber das sind irgendwie, auch wenn die betreffenden Berater da sitzen, das sind das harmlose Kosten, oder, im Vergleich zu den Systemkosten, was mit sich bringt. Also von dort her kostet sie nichts. Wie weit die Aktiengesellschaft künftig noch muss mit Kapital ausgestattet werden, weil das Dotationskapital ist jetzt nicht ausgeschöpft. Das Spital hat an sich noch mehr Möglichkeiten aus dem heutigen Gesetz. Das wird sich noch zeigen. Von dort her sind das Mittel, die eigentlich auch müssen zurückgestellt werden, dass man sie ohnehin mal ins Spital rein tut. Unmittelbare Kosten entstehen sonst dort nichts. Wenn man das als Sacheinlagegründung anschauen, dann werden die Immobilien, die AG eingebracht, entsprechend Beteiligung vom Kanton ausgestaltet. Also ich glaube jetzt einmal können zu behaupten, ohne dass ich finanzrechtlich der Spezialist bin, das kostet primär Notariatskosten und Beratungskosten, aber kostet kein System, kostet im Gegenteil, es bringt, glaube ich, eher die Sicherung von einem florierenden Betrieb in Zukunft und spart in dem Sinn mehr, als das kostet. Ist das die letzte Frage? Dann ist das der Abschluss von dieser Orientierung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Auseinandersetzung mit unseren Ausführungen und für die kritische, aber auch wohlwollende Berichterstattung. Besten Dank, einen schönen Tag, auf Wiedersehen miteinander.